So, und weiter geht's. Erstmal die schöne Rüstung zu Ende frickeln. Und dann sich mit Shawnee treffen. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Eine Rüstung bauen. Wofür denn was sonst? Es geht um eine Hexe. Ja, es geht um eine Hexerrüstung. So weit war die Frau bestimmt noch nicht. Ja. Und jetzt bitte Meister da. Monsterzungen, Leder. Da. Im Handel zerlegen. Da. Monsterhaare. Nee, ich brauche Zunge. Zähne. Da. Machen wir erstmal die Hälfte. Vielleicht braucht man das ja nochmal für irgendwas. Assassinen, da. Katzen. Habe ich doch jetzt alles. Preis. Das, das. 200. Toll. Was macht das? Chance auf Bluten. Nochmal Chance auf Bluten, ja, kannst du haben. 8 Stück hiervon, Taumeln. 2%, 3%, 5%. Ja, kann sie 2% Dinger auch alle haben. Oh, sowieso nicht. 600, jetzt dürfte es doch gehen. Da, da. So. Dann können wir ja mal. Anziehen, dafür können wir mal die, die und die ausziehen. Geralt, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir sagen, was ich brauche. Es geht. Um die restlichen Katzensachen zu basteln. Meisterliche Katzen. Hab ich alles, nur kein Geld. 40. Handel. Zeichenintensität, große Dingsglyphe. Zerlegen, da was entfernen. Okay, Handel, Handwerk, da. Meisterliche Katzenhandschuhe bitte einmal. Meisterliche Katzenhose. Ich brauche Seide. Kann ich Seide herstellen lassen oder muss ich das Scheißzeug kaufen? Da. Kostet 9. 1. Jetzt brauche ich Tücher. Jetzt aber Handschuhe. Nee, Hose war's. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr. Hier, du kannst nur diesen Scheißsattel haben, den ich sowieso nicht brauche. Betäuben. 2 einfrieren. 2% Chance, 3% Chance betäuben, 2% Chance betäuben. Hier, nimm hin. Da. Hose. Oberteil habe ich. Waffen mache ich jetzt nicht. Lederbänder und gehärtetes Leder. Ein gehärtetes Leder brauchte ich, glaube ich, und Lederbänder ist wahrscheinlich dieses Grundzutat, dafür muss ich irgendwas kaputt machen. Leder. Vielleicht war es doch kein Grundzutat. Das da brauche ich. Vielleicht ist es doch eine Grundzutat. Zerlegen. Nein, nein,
doch. Ja. Dürfte doch erstmal reichen. Stiefel. Ich glaube, jetzt habe ich die komplette. Leb wohl. Leb wohl. Von den Werten war die andere immer noch ein bisschen besser. Aber wenn ich da jetzt noch ordentlich Sachen drauf kloppe. Verbrennen. Ne, das ist was. Axine. Zeichenintensität Grell. Ist auch was für Schwerter bestimmt. Ah, Artzeichen. Art. Quenzeichen. Mein Lieblingszeichen. Nochmal Quen. Was ist das? Art. Die viereckigen sind für Rüstung und die anderen sind für Waffen, ne? Ja. Scheint so zu sein. Ich könnte jetzt noch mehr Quen. Art. Kleines Art. Igni. Nochmal Quen. Den Art auf die Handschuhe. Axi. Quen Art. Ich hätte jetzt gerne nochmal sowas für. Werde nicht so schnell umgeworfen oder so. Was macht denn das? Kritischer Trefferbonus. Und auch kritischer Trefferbonus. Und das. Ja, nervt mich nicht. Halt die Klappe. Die Waffen. Meisterliche. Ja, sagen wir Katzen. Kritischer Trefferchance. Sind gar nicht so mega krass. Okay, erstmal habe ich eine volle Rüstung. Jetzt treffe ich mich mit Shaani. Nein, du sollst nicht gegen die Wand laufen, Geralt. Die Rüstung ist aber nicht so geil. Die mit dem Umhang war viel cooler. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen. Ja, schön, dass es eine Begräbnisstätte der Elfen gibt. Juckt mich jetzt was? Gerade zur Zeit? Gar nicht. Oh, ich kann mich in irgendwas einmischen mal wieder. Halt's Maul, wenn's schnell vorbei sein soll. Der Mann muss sich konzentrieren. Ihr seid Hurensöhne, alle. Halt's Maul, sagte ich. Ey, Kollege. Was glotzt du so? Willst du der Nächste sein? Komm her und versuch's. Was ist hier los? Herr, meine Tochter, hilf uns. Meine Männer brauchen ab und zu Ablenkung, sonst werden sie unruhig. Such dir die woanders. Das kann ich nicht zulassen. Und werde es auch nicht. Das dachte ich mir schon. Ergreift ihn! Das klappt doch nicht! Das war jetzt nicht so das Allerschwierigste. Schlechte Idee. Einen Augenblick für sich haben. Gebt den Teufeln was zum Ficken! Vielen Dank, Herr. Danke. Das war jetzt nicht so das Allerkomplizierteste. Irgendwann fängt man eben doch an, übelst krass stark zu werden. Woran denkst du? Sie fordert es ja heraus. Sie wird jammern, wenn sie den Männern des Barons in die Hände fällt. Und sie werden das Dorf niederbrennen. Eine Pocke Dings für jeden, wenn das stimmt. Tja. Fertig. Ein paar Leute gekillt. Aufgeräumt hier im Dorf. Naja. Shaani, ich. I'm on the road. Wo muss ich denn lang? Da oben irgendwo hin. Alter, ist das weit weg. Ah, toll, da habe ich ja nicht mal einen Punkt. Was ist das nächste? Genau drumrum einfach. Wo
Groß ist am einfachsten. Wahrscheinlich von hier mit dem Weg. Okay. Die Lola, ja, okay. Der weltweit mächtigsten Magierin, bla bla. Eine Gemeinschaft, die mehr oder minder es nicht mehr gibt. Ach, hier war Philippus. Eilhard. Pferd. Hier hat man Philippa gesucht mit den Redanian zusammen. Konnte man sagen, ja, ich habe was gefunden, oder? Nein, natürlich nicht, ihr scheiß Penner. Geht mir weg. Nervt mich nicht. Lalalala. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht in irgendeinem Bergabhang lande, sondern da einfach geradeaus. Wachturm von was? Ich sehe hier keinen Wachturm. Ach, der kaputte da vorne. Alter, die Viecher sind voll stark. Machen wir es mal so. Viven und Habien? Wollt ihr mich verarschen? Aua. Ich möchte mich nicht jetzt schon mit dem Viven schlagen. Wobei, der Viven ist das Schwächste von den Viechern hier. Oder zumindest hat das keinen Anschaden. Alter. Aber es hat funktioniert. Das ist doch schon mal gut. Und ich habe 5 Schwalben gebraucht. Alle, die ich habe. Ich dachte auch, das ist so ein komischer kleiner Scheiß. Scheiße ist gut. Hier sind ein Haufen Leichen. Und wieso ist hier so ein grünes Gewaber in meinem Bild? Bin ich vergiftet oder so? Ach, hier war mal wohl irgendwas, ne? Räuberlager oder so? Vielleicht. Ups. War jetzt zwar nicht so geplant, aber ach.
Ach, das hab hier ein Nest. Oder was? Das ich nicht zerstören kann. Das wäre auch witzig. Nee, kann ich nicht. Ach, hier oben ist was. Das ist ja schön. Schlüssel benötigt. Ja, schön. Und wer hat den dummen Schlüssel? Wahrscheinlich jetzt irgendeiner hab hier den Schlüssel gefressen, ne? Hier ist noch die Schlüssel suchen. Königlich Luftwaffe. Jetzt will ich jetzt erstmal wissen, was das ist. Okay, Gedöns. Nikolas, ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch genug Geld über, um die Miete für mein Labor zu bezahlen. Aber jetzt kann ich wirklich mit den Arbeiten beginnen. Bald werde ich... Ja, Idiot. Hey, lass uns ein paar Rapien fangen. Wir werden sie als Luftunterstützung für die Armee benutzen. Sie fressen mich bestimmt nicht, wenn ich sie groß werden lasse. Idiot. Vollidiot. Das sind Rapien. Natürlich haben die Hunger auf dich. Oh, jetzt muss ich wieder den anderen Weg nehmen? Oh, ich hoffe, das überlebe ich. Dürfte ich eigentlich, ne? Ja. Och, Junge, jetzt Schwert weg. Geht doch. Hep, hoch. Da lang. Schnell speichern, falls doch immer wieder irgendwas schief geht. Ja, okay, das hatten wir letztes Mal ja auch schon, Geralt. Da wollten wir gar nicht lang. Springen. 3 Meter nach da. Jetzt springen. Hallo? Was war daran jetzt so schwer? So. Dumm, die dumm, die dumm. Hep! Geht doch. Oh nein. Hep. Hep. Okay, jetzt aber umdrehen. Langsam und vorsichtig. Ich höre wieder Harpien. Aber eigentlich habe ich die doch alle abgemurkst eben, oder? Nein, 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 nein. Tot ist. Scheißdreck. Wo habe ich gespeichert? Okay, und? Ach, ich bin wieder hier. Na toll. Dann kann ich ja mal ein Brot essen. Das regeneriert wenigstens ein bisschen Leben. Ja, bisschen, fast gar nichts.
Alter, war das knapp. Ach so, wieder ein paar Lederbänder gefunden. Arschvoll. Oder sind das die, die ich eben alle hergestellt habe? Kann auch sein. Egal. Okay. Aber ich will ja irgendwie so da lang. Ist hier ein Abhang? Nein. Ich kann nicht einfach so runterrutschen. Pferdchen. So. Ne, wir lassen das Viehzeug erstmal in Ruhe. Banditenlager. Vielleicht findet man hier ja sogar noch irgendwas Cooles. Wobei, die sind alle auch relativ stark, ne? Die Banditen. Wir werden hier absteigen. Einmal meditieren für... Ja. Für die ganzen schönen Tränke. Und jetzt können wir gerne das Banditenlager stürmen. Gar kein Ding. Hoffe ich. Mal. Hallo ihr Banditen. Ich möchte gerne das hier. Das macht nämlich bumm. Hi. Wir weiden dich aus. Abschau. Verfick doch mal! Aua, das war jetzt aber voll unwitzig. Natürlich Zauberei ist ein Hexer, du Blödmann. Au. Ach, du gehörst auch noch hierzu. Wir weiden dich aus. Abschau. Aua. Schneller, verfick doch mal. Alter, ich wollte eigentlich keinen Kegel für euch darstellen. Wo ist die Kartesche da? Feuerschaden. Feuerschaden hört sich auch gut an. Zauberei! Zauberei! Zauberei, Zauberei! Natürlich Zauberei. Hexer halt. Wenn du schon weißt, dass ich ein Hexer bin, wieso greifst du mich dann an, Junge? Fick doch mal! Zauberei! Zauberei! Erhebt euch, Brüder, und zermalmt die Schlange!
So, wenn er kein Schild mehr hat, ist der Typ gar nicht mal mehr kompliziert. Ohne Schild ist das alles einfacher. Und diese Typen mit diesen komischen Baseballschläger verschnitten da, Alter, die gehen einfach voll auf den Kick. Da scheinen ophirische Zeichen drauf zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. Das wäre schön. Heißt das, ich habe jetzt was für diesen komischen, der hierbei neu ist, diesen komischen Runenschmied gefunden? Oder habe ich jetzt noch eine neue, keine Ahnung, ophirisches Rüstungsset oder sowas gefunden? Habe ich jetzt gerade nicht mitgelesen. Irgendwie anwesend von irgendwem. Okay. Gibt's hier auch einen... Shani, hallo. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Wer hat denn? Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Gerne. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Zack, erstmal eingesteckt. Gehen wir? Gehen wir. Gehen wir. Warte, erst will ich wieder meditieren, wie immer. Das reicht ja schon. Dumm. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Stimmt, das ist Das ist mir zu unheimlich. Große Hütte. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Ich hab da doch so ein Ding, damit ich im Dunkeln gucken kann. Wo war denn das? Da. Abgeschließt. Da ist irgendwas. Das hört sich, er sieht aus wie gefährlich. Er scheint war abzusehen, dass es schwierig wird. Sind das welche von der Sorte mit? Oh, ich kann sie treffen, obwohl ich sie nicht treffen sollte. Ja, gut. Alles cool. Hör auf, mich zu hauen. Nein, ja. Ey, lass mich in Ruhe. Ach so, stimmt. Ja, ich dumm. Natürlich kann ich die so treffen, aber ich kann die nur für immer vernichten, wenn ich sie in diesem... Aua! Kreis umbringe. Ja.
Ja, ich habe ja verstanden, dass sie mich nicht mögt. Trotzdem mögt sie mich nicht. So doll ärgern. Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Ich glaube, so würde ich wirklich, dass das die letzte Überraschung war, Geralt. Da ist nämlich noch so eine Wand, die man einreißen kann. Und das Schwert ist schon wieder kaputt. Kaputt. Achso, die Rüstung ist einfach mal besser als die überlegene. Meisterliche Hexerrüstung. Ach so, genau. Finde ich mal so ein Monsterschwert. Alter, krass. Boing, neues Schwert. Was war denn da drauf? Chance auf Verbrennen. Auf Bluten. Zeichenintensität. Einfrieren. Verbrennen. Angriffskraft. Rüstungsdurchbohrung. Nochmal. Rüstungsdurchbohrung. Bluten. Zeichenintensität. Einfrieren. Rüstungsdurchbohrung. Adrenalin. Chance auf Betäuben. Betäuben hört sich gut an. Wo war Brennen? Da, Bluten. Ne, brennen wollte ich. Und dann wollte ich... So. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Hä? Soll mir jetzt was sagen, bitte? Ach, da ist ein Schwert, soll mir das sagen. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Wladimir von Everek, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Und in jedem Raum der Krypta ist wahrscheinlich ein Geist. Sehe ich das richtig? Teller. Becher. Goldener Ring. Ach, da. Ach, ich kann einfach mit diesem Rauchding durch die Gegend latschen. Leben da. Und Tod und Chaos hinein. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Dumm-di-dumm, ich rauche ein bisschen rum. Lalala. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass sieden. Leben und Tod und Chaos hinieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everek zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlott? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everek erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlott bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Mir bleibt keine Macht.
Tötet ihn, Verbrecherrex! Um Olgiers Blutwillen! Das sind ja alles keine ausgebildeten Kämpfer irgendwie. Aber sie machen trotzdem genug Schaden. Söhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everex, Olgierts Bruder. Och, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierts Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Du hast gesagt, du amüsierst dich gern. Zufällig bin ich deswegen hier. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Party. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Naja, andere Geister? Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte dir jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Mal gucken. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Kannst meinen haben. Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es.
bei Sonnenaufgang ist er weg. Wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? ja, tut mir leid. Tut mir leid, Schatz. Das war nicht ich. Wer war es dann? Ich war's. Halt die Klappe. Ich habe nichts gesagt. Verzeihung, ich meinte nicht dich. Wen denn dann? Na, ihn. Wladimir. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu. Ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Nicht vom Schema ablenken, Süße. Wenn du keine Wälder magst, können wir uns den Schnickschnack auch sparen und gleich einen Heuhaufen suchen. Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Rittersporn. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Everreck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everreck.
Berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh. Die Heuböden warten. Shani hat mir mal was bedeutet. Wir waren immer nur Freunde. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade. Ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Ja, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, Kollege. Oscar? Hübsches Mädchen. Wenn du die noch nicht gebumst hast, bist du ein Trottel. Finger weg von ihr. Ich soll eine schöne Zeit haben. Was kann ich dafür, dass ich es mit allen Frauen im Heu am schönsten finde? Ist er eigentlich hier? Diese Zeichen. Warte, Kollege, ich will wieder was sehen können. Geht doch. Redet er weiter mit mir? Scheinbar nicht. Du kennst dich mit Pferden aus? Er redet nicht mit mir. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Voll gut, erzählt ihr irgendwas vom... aus dem Nähkästchen. Ja, dies und das. Oh, guck mal, das kenne ich auch. Und da war ich auch schon mal. Was sind das denn? Necken. Kein Bock. Tschüss. Noch mehr Necken. Nee, diesmal so anderes Viehzeug. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Kriege bestimmt auch. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Eda, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Dann hol welche. Ach nein? Und was ist das da? Sieht aus wie alte Klappen. Okay. Tja, warum nicht? Ah, das gefällt mir. Kann man ja wieder zurückgeben. Oh, das ist genau das Richtige. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Ich hab doch... Schuhe. Kriegsschuhe. Und einmal rasieren. Und noch das hier.
strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Du wirst noch viel mehr Spaß haben, wenn du mich kennenlernst. Siehst du, Geralt kann mir nicht das Wasser reichen. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich hab Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Okay. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mehr anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Und irgendwer reiert. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. No comment. Vorsicht vor dem Hund, Shani. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Da ist nichts drin. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgierd und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Okay, aber die Hochzeit machen wir beim nächsten Mal. Danke. Komm, machen wir unsere Aufwartung. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen.